Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem neuen Replay. Heute am italienischen Wochenende, wie schon gestern angekündigt, sehen wir ein weiteres, doch neueres italienisches Schiff, das letztlich in der Werft geholt werden konnte. Ein bisschen eine interessante Anordnung der Hauptartillerie und Sekundärartillerie-Türme, gar nicht so typisch, wie wir das sonst kennen. Und hier bei Wargamings Stufe 9, Michelangelo, ein Sekundärartillerie-Kreuzerchen, die generell seit einem der letzten Überarbeitungen mit einem der Updates ein, ja, man könnte fast sagen, ein Revival, also ein Wiederaufleben feiern. Denn die Sekundärartillerie von manchen Schiffen kann nun, also genau, von Kreuzern, kann nun ebenso erhöht werden und verbessert werden, wie es früher schon mal war, oder so ähnlich, wie es früher schon mal war, wie es dann eine Zeit lang nur mit Schlachtschiffen möglich war. Dementsprechend könnten wir uns mit Schiffen anfreunden, die eine weit verbesserte Genauigkeit zu den Sekundärartillerie-Schützen der Schlachtschiffe, zumindest von manchen Schlachtschiffen, haben. Oder aber auch nicht. Das hängt immer davon ab, was für Schiffe wir betrachten. Hier einmal eingesandt von Pommes von Fuso. Ein Gefecht mit der Michelangelo, wo er schon richtig hart zu Beginn Spaß mit der Kaga hat. Das ist ekelhaft. Das muss man auch einmal sagen. Wenn die Kaga einen will, dann hat man es schwer. Die Flugzeuge, die abgeschossen werden, die tun meist bei einer Kaga nichts zur Sache. Und ihr eiskalt schon mal 26.000 Leben weg. Flutung drin, die bleibt auch erstmal. Das können nochmals 7-8k locker werden. Werden wir am Ende sehen. Und wenn sie nochmal kommt, dann könnte es kritisch werden. Die Straßburg daneben auf Stufe 7 hat gar nicht so viel zur Anti-Air beigetragen, wie man sich das wünschen würde. Dementsprechend ein gutes Matchmaking mit einem schlechten Start für unseren Tom aus Bayern. So, ja, natürlich, ne? Tom von Fuso. Da bin ich mal gespannt, was schlussendlich hier passieren wird. Und diese Karte ist nicht die schlechteste für die Michelangelo und die Sekundärartillerie. Haben wir auch schon bessere gesehen. Nicola Redo hier von der Seite könnte theoretisch mit der 406mm Salve mit 4x2 auch unser Ende schon besiegeln. Und wenn uns die Kaga wirklich will, dann könnte die das auch machen. Allerdings ist jetzt hinter uns eine North Carolina und sie muss jetzt auch über die ganzen DDs und die Baltimore drüber kommen in Kürze. Dann wird sie ein Problem haben und sich vielleicht ein einfacheres Ziel suchen wie die Ibuki oder die Ruprecht auf A. Gut, sie ist auf unserer Seite, deswegen müssen wir schauen. Und ihr seht schon, wir haben nur 2x3. Jetzt haben wir eine 11.800er Salve gemacht mit unserer Hauptartillerie, denn es ist immerhin SAP möglich. Wir haben hier 2x4 320mm mit einer theoretischen DPM von 205. 1000 natürlich immer pro Minute. Das ist enorm. Wir haben einen Alpha von 10.250 mit SAP und einen Alpha von 9.700 mit AP. Da sieht man es mal wieder, ne? Auch wenn die SAP ein bisschen mehr an Alpha-Schaden hat, sollte man die AP dennoch verwenden, wie zum Beispiel hier, einfach wegen der Zitadellenmöglichkeit. Tom lädt jetzt hier auf AP um. Das ist gut und ihr seht auch, die Sekundärartillerie ist geskillt auf 10,5. Das ist übrigens ein Umstand, der hier auch gut zu Buche schlägt. Das ist ein Sekundärartillerie-Treffer gewesen mit 2400. Denn wir haben hier 10x2, 90mm, das könnte jetzt ein guter Treffer werden. Und wir haben 3x400, 52mm. Wir haben quasi einen weiteren leichten Kreuzer noch an Bord hier vorne und hinten neben den Hauptartilleriegeschützen. Und wie ihr jetzt gesehen haben, eine Zitadelle war dabei. Das tut wohl, das tut gut. So kommen wir trotz starken Verlusten von Trefferpunkten zu Beginn dennoch schon mal auf respektable 38.000. Es ist jetzt immer ein bisschen gefährlich, wenn wir in der Mitte sind und wir quasi outflanked von zwei Schlachtern hier, Colorado und Musashi, die bis zu jetzt, bis zu diesem Zeitpunkt, noch eine gute Schussbahn auf uns hatten.
dass wir dann einfach zusammengeschossen werden. Unsere Aufdeckungsreichweite hier mit 11 Kilometer wird vom Flugzeugträger quasi negiert. Da können wir nichts machen. Der kann uns immer aufdecken, wenn er möchte. Und er hat anscheinend einen persönlichen Feind gefunden. Und das müssen wir sein. Der wird ja extremst vom Flugzeugträger angegangen. Also Ziel Nummer 1. Und das wirkt nicht nur optisch so. Das ist auch, glaube ich, mal hier ersichtlich. Vielleicht ein persönlicher Feind oder aber nur ein unglaublicher Zufall. Denn die Michelangelo ist so auch schon schwierig genug spielbar oder zu spielen. Allein aufgrund ihrer schieren Größe ein leichtes Ziel. Doch trotz guter Aufdeckungsreichweite und dann in den Sekundärbereich mit diesem Schiff zu kommen, ohne zu sehr Leben zu verlieren, ist schon schwierig. Und ihr seht, hier wieder, der nächste Anflug. Muss eine persönliche Fehde hier sein. Die Yorktown könnte ja einmal auf, wie sagt man im Deutschen, auf Ehrenbruderbasis hier einen Smoke legen. Aber das wird tunlichst ignoriert. Wäre auch mal gut für die DDs, dass wir hier vielleicht mal ein bisschen Unterstützung bekommen. Man sieht auch, die Alaska mit dem Radar ist theoretisch schon ready, um die Kitakaze zu bekämpfen. Die Yugumo ist hier, wir haben selbst kein Radarkreuzer in unmittelbarer Nähe. Das naheste Schiff ist die Baltimore, die immer noch bei C steht und auf einen, ich weiß nicht, guten Schusswinkel auf irgendetwas hofft. Allerdings schwierig zum Nachvollziehen. Bisschen problematisch, ich sehe auch nicht, wo hier der Smoke geworfen wird. Ich denke, hier ist er, man sieht ihn nicht mehr auf der Karte. Wargaming hat uns dieser Möglichkeit der Mut, die das angezeigt hat, beraubt. Wer weiß warum. Ein gutes Mittel, um vieles im Überblick zu behalten. Auf der Minimap hier rechts unten. Wargaming ist leider nicht dazu in der Lage, taktisch wichtige Dinge dort anzuzeigen, was frustrierend ist. Tom hat jetzt nicht darauf geschossen, weil die Kitakaze ansonsten eh die geploppt oder geblockt hätte, weil die wird wahrscheinlich wieder zurückfahren, sobald sie merkt, dass es eine blöde Idee war, hier die Alaska nichts im Blick zu haben und dann hier das Radar, ja, wie soll man sagen, zu ignorieren. Gut, die Alaska ist nicht der DD-Hunter schlechthin. Das große Kaliber gepaart mit dem hohen Reload, da könnte man schon entkommen. Allerdings nur, wenn man nicht alle Salben voll mitnimmt. Das wäre schon geil. Jetzt ist die Frage, AP wechseln oder nicht? Die Alaska hat so eine ungut tiefe Zitadelle, dass meistens eh nicht darauf gezielt wird, weil es teilweise sehr unbefriedigend ist. Und die Kitakaze, nun, die kennt auch nichts. Die steht halt einfach da. Siegfried von Xanten wurde erledigt von Hagen von Tronje. In seiner einstigen Schwachstelle der Idiotie nicht auf die Minimap zu schauen. So ist es einfach. Ja, ich habe das ein bisschen umgedichtet, in mehr als einer Hinsicht, aber bessere Metapher ist mir jetzt nicht gekommen in diesem Moment. So, wir haben 94.000, obwohl unser persönlicher Erzfeind die Kage jetzt von uns abgelassen hat, wird es dennoch nicht einfach sein, die Caps zu erobern auf... haben wir nur noch eine Katsonis und eine Ibuki, die nach dem Verlust des Schlachtschiffs hier alleine die Stellung halten müssen. Die North Carolina, ja, die weiß auch nicht, was tun. Die wechselt mal die Seite in Hoffnung auf einfach zu bekämpfendere Feinde. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. King George der V., das könnte unser Ziel sein. Wir haben einen Smoke ready. Die Katsonis könnte hier für uns scouten. Macht sie nicht, ist im Smoke. Hier haben wir eine Yugumo. Ich würde jetzt hier eiskalt reindrehen, ohne Scheiß. Dann den Smoke zünden, wenn mehr auf mich schießt, als ich vertragen kann. Und hier die Yugumo rausnehmen. Und gut, das war's jetzt schon mit dieser einen Salve. Denn unsere Hydro reicht nur 5,0. Da war sie ganz knapp nicht drin. Aber wir werden jetzt sehen, solange die Katsonis und die Ibuki hier für uns spotten, können wir tatsächlich ranfahren. Mit unserem Smoke dann einfach ballern lassen. Und das ist praktikabel, denn, also mit unserem Smoke meine ich natürlich im Smoke, mit unserer Sekundärartillerie, das könnte schmerzhaft werden. Gott sei Dank nicht so wie gedacht, aber Breitseite zeigen, ach gut, das ist nur die Seyon. Deswegen war es nicht so schmerzhaft. Ich habe schon gedacht, da kommt die Schliefensalve, das wäre brutal. Bei der Taste N, wenn ihr normalerweise, wenn ihr sie gedrückt haltet, nein, bei der Taste H ist es, wenn ihr sie gedrückt haltet, 10, eure Aufdeckungsreichweite beim Abfeuern Nebel ist. Die habe ich, glaube ich, gar nicht mehr im Kopf. Was sind es denn? Mehr als 8 Kilometer sein.
Ah, ja. Deswegen, wenn man im Smoke ist, dann sollte man da gut darauf achten. Hab's tatsächlich nicht mehr im Kopf. Ärgert mich jetzt. Und man kann es nicht nachschauen. Man kann es nicht nachschauen. Nee. Geht nicht. Naja. Sonst könnte man hier tatsächlich gegen die Zieten mit dem Nebel auch, sag mal, die 48 Sekunden lang die Sekundärartillerie sprechen lassen. Das dürfte bei der Zieten auch ausreichen. Und dann auch noch diese Young, deren Smoke in der Kürze wahrscheinlich ausgeht. Oh, und da hat sich tatsächlich... Willst du mich verarschen? Das darf doch nicht wahr sein, oder? Da hat sich die Chungmu durchgeschlichen. Durch die ganze... Muss man leider wieder sagen, es ist ein Manko des Teams. Man kann in der Michelangelo wirklich nicht alles machen, dass eine Yorktown hier nicht bemerkt oder sonst irgendjemand anderes. Die Maas, glaube ich, wollte sie ihr jagen, aber wie soll sie sie denn finden? Das ist... Das ist wild. Und da sieht man auch den Reload-Booster der Chungmu, wie stark der sein kann. Reload-Booster, was die Torpedos betrifft, einmal Torpedo-Reload in schnell, das ist schon ein mächtiges Mittel. Dann noch Smoke oder theoretisch Radar, wenn man möchte. Ja, nichtsdestotrotz, jetzt ist es zu Ende mit der Chungmu. Er hat zweimal geworfen. Das sollte das letzte Mal gewesen sein. Die Lasersalve der Ibuki wird das beenden. Oder sogar wir. Aber war die Lasersalve der Ibuki. Ja, warum Lasersalve? Für all jene, die nicht so viel World of Warship spielen, aber noch nicht so weit sind, die Japaner und vor allem die 203 mm hier, Ibuki und Sao auf Stufe 9 und auf Stufe 10, haben eine sehr hohe Mündungsgeschwindigkeit im Vergleich zu ihrem Granatengewicht und damit eine sehr niedrige Granatenflugbahn. Sogar noch ein bisschen besser als unsere Michelangelo hier. Die hat halt das höhere Kaliber, wo sie der Sejong hier reinballern kann mit AP. Also ohne Probleme. Und jetzt kommt der Yorktown Smoke zu einer Zeit, wo, naja, was soll man sagen, kein Smoke notwendig ist. Denn was sollen wir hier hinten machen? Wir brauchen A, wir brauchen B, wir brauchen die Kills. Das war mehr als nur unnötig. Und sogar höchst gefährlich, wie man sieht. Denn die Torpedos gehen im Smoke natürlich noch einen dicken Speer auf. Oder können, ja, gehen später auf, fertig. Gehen sie später auf im Smoke? Normalerweise haben sie eine Mindestaufdeckungsreichweite. Im Smoke müssen sie gleich weit aufgehen. Sie sind gefährlicher im Smoke, weil man da meist steht. Und weil das Smoke-Magneten sind. Ja, da hätte ich jetzt abgewartet. Das war ein Fehler, der hoffentlich nicht teuer bezahlt werden wird mit einer Flutung. Gott sei Dank nicht. Jetzt kommt der Smoke aber tatsächlich einmal richtig. Ich würde tatsächlich jetzt diesem Smoke hier folgen, linksrum. Ja, da ist eine Grom. Das mag sein, aber wir brauchen das Cap. Ich hätte den hier bis zur Insel gefolgt und wäre dann ins Cap rein. Mit hydroakustischer Suche. Wir wären weit schneller gewesen als diese Torpedos hier der Grom. Wir werden so verlieren. Aber gut, was soll man sagen? Da ist sie. Tschüss. Scheißegal, bevor sie zugeht. Die ist eh tot. Nein, doch nicht. Sekundärartillerie, gib ihm den Rest. Diese drei Treffer, ne? 3 von 8. So, und das war's. Jetzt kommt natürlich die Kaga wieder. Da ist die Musashi. Ah, das sieht nicht gut aus. Das sieht aus wie eine heftige Niederlage hier. Man kann halt wirklich nicht alles machen. Chat. Was? Chat, ja. Liebe Zuseher, was hättet ihr anders gemacht? Gab es einen Moment, wo ihr euch gedacht habt, das hätte man besser spielen können? Die Entscheidung war ein bisschen fragwürdig. Zu Beginn direkt so stark reinzufahren, könnte man anmerken, war... ohne zu wissen, wo was ist. Ein bisschen problematisch. Gut, es war eine Kausalkette. Weil man weit vorne war, wurde man von der Kaga angegangen. Da hat man einen Haufen verloren. Da hätte das etwas verändert. Da geht es nicht um Kritik, sondern es geht immer nur darum,
Was würde man anders machen, um mehr bekommen? Mehr von allem. Mehr Schaden. Eher einen Sieg. Boah. Weniger Trefferpunkte verlust und so weiter, ne? Aber halt mehr für uns. Schön ausgewichen hier. Aber einmal Reparatur zu wenig dabei hier zur rechten Zeit. Die Colorado mit Hai, eine absolute Frechheit, hat das besiegelt. Das ist schwierig. Man kann einfach nicht alles gewinnen. Das ist es. Warum er so weit nach vorne gefahren ist, das ist zu Teilen klar. Er wollte wahrscheinlich die DDs unterstützen. Andererseits ist es zu Beginn schwierig, weil er wahrscheinlich zuerst auf die Flanke gefahren ist. Er ist ein Flankenkreuzer. Er ist schnell. Die ersten 10 Minuten arbeiten mit der Hauptartillerie. Auch wenn man auf Sekundärartillerie geskillt hat, das ist dann egal. Und den zweiten Teil dann zusammenkehren mit Sekundärartillerie. Braucht man im ersten Teil keinen Smoke und kann ihn dann für einen Angriff mit Sek und mit Torpedos nutzen. Aber ja, das ist immer leichter gesagt als getan, denn das ist das Problem. Der Gegner spielt ja auch und der schaut ja auch mit und der weiß ja auch, was er zu tun hat. Oder der weiß eben auch nicht, was er zu tun hat und dementsprechend ist es dann eine Pattsituation. Jetzt bin ich hier noch gespannt, was sich die Ibuki hier erwartet. Ich hoffe mal, er redet jetzt nicht breit, sondern erst wenn... Ach, scheiße. Das ist die absolut ungünstigste Möglichkeit eines Fahrfehlers. Gott sei Dank smoked ihn hier die Yorktown. Allerdings hat er schon geschossen. Deswegen ist er immer noch offen. Wenn er jetzt nochmal schießt, dann könnte es das schon gewesen sein. Nur nicht mit der Hauptartillerie schießen. Beten, dass viel trifft. Ah, das ist... Und wenn er jetzt hinten rausfährt, dann könnte ihn theoretisch die Sejong aufmachen. Und dann könnte er draußen sein. Das ist halt einfach durch. Kann den nicht mehr schnell genug töten und dann mit den Punkten keine Chance. Man müsste alles zeitgleich erledigen. 15 Punkte. Ja, da ist die Buki, hat nochmal kassiert, da. Aber so ist es halt. Schön, gar keiner. Doch, einer ist noch detoniert. Wild. Wild. ...161.000 Schaden. 4 Kills, leider kein Kraken. Erster Platz mit 1.600. Mit Sieg wären es 2-4 gewesen. Wie gesagt, man hat immer ein paar Ausfälle hier. Das hier, wie auch hier vorbei Baltimore. Wird immer schwierig, ne? Die hat bei der Niederlage jetzt sie auch nur 600 Punkte, oder? Ja, 600 Punkte gemacht. Ganz schwierig. Aber das ist die Michelangelo. Habt ihr euch denn die Michelangelo geholt? Oder habt ihr sie außen vor gelassen? Habt ihr gedacht, oh ja, ist ein guter Pick? Oder eher nicht? Und da seht ihr schon, das sind die Kapitänsfertigkeiten. Ein bisschen auf Sekundärartillerie. So soll es sein bei diesem Schiff. Ja, habe ich auch. Und hier ist die Turmdrehzeit drin. Jeder skillt ein bisschen anders, wie er möchte. Das hier ist auch eine Mod. War praktisch. Ich sage vielen lieben Dank fürs Einsenden, Tom. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Und ja, hin und wieder erinnere ich mich daran, die Kapitänsfertigkeiten und die Dinger reinzutun. Und hin und wieder nicht. Oft sind sie auch gar nicht dabei. Gestern bei der Lauria waren sie dabei, aber sollte immer auf Überleben geskillt werden, die Lauria. Ich sage Dankeschön für euer Dabeisein heute und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Dankeschön für dein Einsenden. Ciao.